Dazu Moment. Nicht mit dir. Ich bin nicht mit dir, ich frag mich bloß, was ist mit deinem Vater los? Ich weiß, das Putzen vom Bahnhofsklos ist ein hartes Los, aber früher war hier alles makellos. Jetzt kriegst du sowas von Nies, der Koterie. Während dein Vater sich nebenbei was mit Blowjobs verdient, er ist pausenlos auf den Knien, um Schwänze und Rosetten zu lecken. Während dir die Böden, Wände und Toiletten verdrecken. Also kannst du mit deinem alten Mal ein ernstes Wörtchen reden, dann kann ich endlich wieder in Ruhe auf stille Örtchen gehen. Ich bin nicht mit dir, aber deine Mutter nervt und schuld mir noch ein 50er, denn ich hatte nur 100er und sie macht es mir heute gut. Günstiger vernünftig wär, wird bei ihr dauerhaft der Preis sinken. Es kommen immer jüngere Rapper mit daher, die nicht nach Schweiß stinken. Nicht mit einem Bart hängen und kein Zinken, wie ne Knolle in der Fresse tragen. Nicht nach dem Zahlen, noch nach Essen fragen und Betten haben, dessen Laken Flecken tragen, die nach 60 Jahren Sexarbeit. Warum ich trotzdem zu ihr geh, meine kann doch so dreckig sein, sie steckt ihn rein. Nicht mit dir. Bin ich mit dir, aber was zum Teufel geht mit deinem Bruder, dem Schwänzer? Ich weiß, er beschützt nur eure Schwester, aber tu ich hier etwas, wenn ich nur mit dir rede? Er hatte jedenfalls was dagegen. Fäuste wurden geballt und an Reden geschwungen, doch ich kack auf den Segen. Deines Bruders also schlug er zuerst, er ist nur ein Loser. Verlor das Gleichgewicht und dann sein Gesicht, es lief aus dem Ruder. Und ja, es tut mir leid, dass sein Fleisch dein Paar ist, das Schwein, da lag und ich in deiner Straße. Doch auch wenn das für ihn ein Scheißtag war, wo deine Schwester nicht ein Vater war. Bin ich mit dir, aber mit deiner Schwester, die hat einfach nie Lust gehabt. Das fand ich scheiße, darum hab ich ihr zum Abschied auf die Brust gekackt und das Bett gebunden. Aber ich dachte, du wusstest das und ihr habt sie längst gefunden. Ich hab doch letzte Woche mit dir Schluss gemacht und mache es seit gestern mit deinen anderen zwei Schwestern. Die sind verdammt heiß, die immer wohl immer einen reingesteckt haben. Obwohl ich glaub, dass es mit der einen diesmal wirklich Liebe ist, weil sie so unglaublich biegsam ist, dass ich glaub, ich sei ein Bieger. Wenn ihr ein Problem habt, dann fick ich euch. Die Problem- oder was? Ha ha ha.